Der DAX erhält Zuwachs. Ab dem 20. September wird der Deutsche Leitindex, der bislang die 30 wichtigsten deutschen Unternehmen abdeckt, auf 40 aufgestockt. Warum sich für Anleger hierdurch aber wenig ändert, erklären wir im Folgenden. Damit herzlich willkommen zum heutigen Research Direkt. Der Fall Wirecard hat im vergangenen Jahr die Börsenwelt aufgerüttelt und die deutsche Börse zu einer Reform des DAX veranlasst. Die Aufstockung der Anzahl der DAX-Unternehmen auf nun 40 hat dabei aber nur bedingt etwas mit dem Skandal um das frühere Vorzeigeunternehmen zu tun. Zwar soll es mit der Reform zukünftig schneller möglich sein, Unternehmen wie Wirecard aus der höchsten deutschen Börsenliga zu entfernen, grundsätzlich verhindern kann sie Betrug aber nicht. Allerdings machen die neuen Regeln zur Aufnahme und Listing im DAX es grundsätzlich für Unternehmen schwerer, mit einer Betrugsmasche durchzukommen, da beispielsweise testierte Jahresabschlüsse pünktlich vorgelegt werden müssen und bei Nichteinhaltung der neuen Regeln ein schneller Ausschluss droht. Doch richtet sich das Augenmerk vieler Analysten derzeit weniger auf die neuen Regeln zur Transparenz, sondern mehr auf die Neuankömmlinge im DAX. Sie sollen dafür sorgen, dass Deutschlands Leitindex auch im weltweiten Maßstab attraktiv bleibt. Denn je größer der Markt, desto größer die internationale Aufmerksamkeit der Investoren. Mit den 10 neuen Titeln gewinnt der DAX rund 20% mehr an Marktkapitalisierung, da die neuen Unternehmen knapp 300 Milliarden Euro an Wert in die Waagschale werfen. Dabei bringt die Reform mit sich, dass mit Airbus ein vor allem an der Pariser Börse gehandeltes Unternehmen in den DAX aufsteigt, das alleine für ein Drittel des Zuwachses der Kapitalisierung steht und damit zu den 5 größten Unternehmen im DAX avanciert. Im europäischen Vergleich kann der deutsche Leitindex damit sein französisches Pendant, den CAC 40, mit einem Börsenwert von rund 1,5 Billionen Euro hinter sich lassen und auf dem europäischen Festland zur Nummer 1 aufsteigen. Doch damit bleibt der Leitindex trotzdem noch immer weit hinter seinen US-Pendants zurück. Alleine Apple, das größte US-Unternehmen, brachte es zuletzt auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 2 Billionen Euro. Mehr als alle Unternehmen im künftigen DAX 40 zusammengenommen. Aus Anlegerperspektive ändert sich damit aber kaum etwas. Denn wer international diversifiziert aufgestellt ist, für den spielt der europäische Markt an sich bereits nur eine untergeordnete Rolle. Ein paar Promille mehr Anteile des DAX am weltweiten Aktienvermögen machen daher keinen Unterschied. Hinzu kommt, dass Anleger beispielsweise in der Vermögensverwaltung der APO-Bank bereits gegenwärtig statt in den DAX in den breiter aufgestellten MSCI-Indizes investiert sind, die die neuen im DAX schon lange einschließen. Von etwaigen Wertsteigerungen partizipieren Kunden somit automatisch. Ihnen damit noch einen erfolgreichen Tag.